Aber jetzt rollen wir den roten Teppich aus. Und zwar, ja, für den König der Leichtathleten. Er hat uns erlöst. Wir können nämlich bei Europameisterschaften doch Titel gewinnen. Seit 1971 endlich wieder Gold im Zehnkampf. Schauen Sie mal. Leichtathletik-Europameisterschaft in Helsinki. Achte Disziplin, Stabhochsprung. Da geht er zum ersten Mal in Führung. Und die rettet er dann auch über 1500 Meter ins Ziel. Herzlich willkommen dem Europameister im Zehnkampf. Herzlich willkommen Pascal Behrenbruch. Steht Ihnen gut, das Schwarz-Rot-Gold? So sieht er also aus, ein wunderbarer Europameister, ein toller Vorzeigeathlet. Wie groß ist denn immer noch, Pascal, die Freude über Gold? Die ist immer noch unglaublich. Ich kann es eigentlich fast immer noch nicht fassen. Und ja, die Nationalhymne zu hören, für Deutschland Gold gewonnen zu haben, ist... Wo ist die Medaille? Ich dachte, du hättest sie dabei. Ja, die wird gleich geholt. Ah, du hast sie im Gepäck, ne? Ich hab sie dabei, natürlich. Darf ich sie mir einmal umhängen? Ja. Oder bringt es Unglück? Nein, du hast sie ja schon gewonnen. Und ich habe dich bei der Siegerehrung gesehen, du hast schon ein bisschen gekämpft. Ja, da kam die ein oder andere Träne, aber... Bei dem Weg, den ich jetzt gegangen bin letztes Jahr, da ging das nicht anders. Ja, sag mal, der Weg, weil du so ein bisschen gegen den Strom schwimmst und mal gerade so dein Ding machst und sehr erfolgreich. Ja, ich habe jetzt Gold gewonnen und letztes Jahr musste ich sozusagen mein Land verlassen, Deutschland, bin dann nach Estland gegangen, um mich da vorzubereiten für die Olympischen Spiele, die ja in einem Monat auch sind und wo ich dann auch nochmal richtig angreifen werde. Ja. Und es hat alles geklappt und das Training war super da und es war zwar eine harte Zeit, aber es hat sich gelohnt. Okay, jetzt musst du mal für uns so ein bisschen der Mentalcoach sein. Zehnkampf, wie der Name schon sagt, 10 Disziplinen. Ja? Und ich habe es meinen Zuschauern gerade gesagt, das erste Mal in Führung gegangen bist du mit der 8. Disziplin, mit dem Stabhochsprung. Ich als Zwilling, ja, hätte schon nach 3 Disziplinen, wenn ich nicht geführt hätte, gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Was muss man denn machen, was ist im Kopf, was passiert da, um sich weiter zu motivieren, wenn es eben mal, es ist ja trotzdem auch vorher schon gut gelaufen, aber wenn man eben Geduld bis zum Ende braucht. Sag mal, woran denkst du? Was können wir dir nachmachen? Ja, das ist genau der Zehnkampf, dass man halt nie aufgeben darf. Auch wenn man ganz unten ist, man kann immer wieder ganz nach oben kommen. Und ich habe gerade diese Probleme beim 100 Meter oder beim Weitsprung, das sind ja die ersten beiden Disziplinen, dass ich da nie so gut bin und dann immer fast letzter bin. Ja. Aber dann weiß ich genau, ich stoß weiter als alle anderen, 3 Meter weiter. Ich habe so eine Wucht hinter der Kugel, obwohl ich nicht so aussehe. Aber das Ding fliegt und... Nun ja! guck mal, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Was hast du denn hier für eine schlimme Verletzung? Da bin ich 10 Tage vor der EM nochmal hingefallen beim Hürdenlaufen mit voller Geschwindigkeit. Aua. Über die Tatanbahn. Und ich habe schon hier gepienst. Ja. Na, ist fast genauso groß. Ja. Ach, guck mal, da kommt die Goldmedaille. Oh ja. Komm rein, Diddy. Das ist mein Autor und lieber Freund, Diddy. Wow. Soll ich sie dir mal umhängen? Warte. Oh ja. Oh. Ich bin ja geschwommen, ich habe als Kind zu Hause immer Siegerehrung gespielt. Und mir selber die Hymne vorgesummt. So. Sieht sehr toll, sieht oder? Sieht gut aus hier so mit 3D-Effekt. Toll. Hier, 3D-Effekt. Tom, komm mal her, 3D-Effekt. Du, ich kaufst du dir ab, 5,50 Euro? Oh. Wow, ist die toll und richtig schwer. So, und jetzt pass mal auf, jetzt durftest du mir was umhängen und jetzt musst du mir, die geben wir nicht aus der Hand. Warte. Ich halte es so. Stabhochsprung. Egal mit wem ich spreche, Achtung Kollegen, ihr müsst jetzt alle mal in Deckung gehen. Egal mit wem ich spreche, auch richtig studierte Sportler und Sportjournalisten sagen, ey, das ist die allerschwierigste Leichtathletikdisziplin aller Zeiten und aller, die es jemals geben wird. Jetzt zeigst du mir mal so 4 Schritte Anlauf und zeigst dann mal auch ohne Stab. Das ist ja so ein Move, du rennst an, drehst dich dann aber schon gleich und darfst auch keine Höhenangst haben. Mach mal, ich gehe mit dir runter und du läufst mal an. Ja? Wo ist der Stab? Es gibt keinen. Haben wir einen Stab?
Die Griller, doch, warte, ich hol einen. Hier. Ja, sehr gut. Regenschirm. Na klar. So. Ja, man hat, das Ding ist so 5 Meter lang, ja? Ja. Und dann ist man ja auch 5 Meter in der Luft, also ungefähr so bis zum Dach, vielleicht ein bisschen weniger. Wenn man dann halt zu langsam ist, ist das Problem, dass man dann wieder zurückfallen kann. Und die Bahn ist dann immer ziemlich hart. Ja. Und da kann dann auch was passieren. Oder wenn man beim Aufrollen dann irgendwie kopfüber in den Einstichkasten fällt, dann ist auch schon mehrmals nicht schön, was, ja. So, und dann was passiert. Also man greift den dann ganz oben, läuft dann so an, die, ja, reißt die Arme nach oben. Mach mal. Zack, springt ab. Zeig den Bauch. Und rollt dann in der Luft, macht man dann sozusagen Handstand. Ja, du stichst rein und dann... Genau, du drehst dich dann auch noch so komisch, genau, in der Luft. Man dreht sich noch in der Luft und wenn man aber vorher nachdenkt, wie der Stabhochsprung geht, dann kriegt man es gar nicht hin. Also steht da manchmal und denkt, muss ich jetzt links oder rechts am Stab vorbeidrehen? Das ist Quatsch, das geht von allein, das hat man im Gefühl, das hat man 1000 Mal gemacht im Training. Und es hat geklappt. Ich hatte mit 16, 17, 7 Jahre Angst immer. Bin immer 4,60 Meter gesprungen, habe mich da nie weiterentwickelt. Und deswegen waren für mich die 5 Meter einfach nur ein Traum. Komm, ist der toll, oder? Oh. Wenn der mitgespielt hätte am Donnerstagabend, wären wir heute im Finale. Ich sag's euch. Ja. Guckst du heute Abend das Finale? Ja, auf jeden Fall. Für wen bist du? Für Italien. Die haben uns jetzt geschlagen. Und warum nicht? Balotelli, ist das so ein Sportler, wo du so sagst, dessen Geschichte und dessen Art, also der hat ja so ein bisschen Chuzpe, der ist ja so ein bisschen frech und sagt, ihr könnt mich mal, Entschuldigung dafür. Liegt dir das? Ja, passt ja ein bisschen zu mir, also ja, auf jeden Fall. Der sieht nämlich so ganz nett aus, hat es aber faustdick sportlich gesehen hinter den Ohren. Da muss ich nochmal rumdrehen, da merkt man auch, der Pascal fängt jetzt gerade erst an, so richtig berühmt zu werden. Olympia, Pascal. Jetzt erwarten natürlich alle eine Medaille, ich erst recht. Ich muss dir dazu was sagen. Robert Harting war bei uns, wann waren das, Nemme? 2009? 2010? Da haben wir hier gemacht, Kiwi lernt Diskus. Okay. Ja, ich habe diskutiert, weil ich natürlich wusste, wie die Technik richtig geht. Dann hat er mich genommen und geschultert. 3 Wochen später ist er Weltmeister geworden. Ja, dann müssen Sie... Nein, du sollst mich nicht schultern, aber du bist einfach... Also wir sind deine Glücksbringer. Wenn du da keine Medaille holst in London, blamierst du uns mit. Okay. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ist es so ein Ziel, da aufs Treppchen zu kommen? Klar. Ja, auf jeden Fall. Also die Olympischen Spiele sind nochmal was ganz anderes. Und da einfach nur eine Medaille zu gewinnen, ist ein Traum. Gut, ich zeig dir jetzt nochmal auf der Videowall, danke lieber Pitt, ich zeig dir nochmal dieses Jubelbild, dass du nochmal siehst, so sieht es aus, wenn man gewinnt. Deine Eltern waren ja auch im Stadion, haben, ja, guck mal, toll, haben mitgeweint so ein bisschen. Willst du das, dass die da sind? Ist das für dich so, dann fühlst du dich geborgen oder machen die das einfach, weil sie dich sehen wollen? Nee, natürlich gibt es auch Stärke, wenn die Familie mit auf der Tribüne sitzt. Und klar, man muss den ganzen Wettkampf alleine machen, aber man weiß, da oben sitzt jemand und... Das Publikum gibt immer Stärke. Gut, Pascal bleibt bei uns, denn er ist auch im Kopf ein richtig toller Zehnkämpfer. Du hast studiert, gibt es jetzt auch so, ja, wie sagt man, Tipps, coacht, ne? Ja. Sag ja, so ja. Steht es zumindest im Internet. Ah, ja, ja, genau. Auf jeden Fall ist der nervenstark. Ich will mal sehen, ob der sich auch ganz viel merken kann. Wir haben eine Weltmeisterin bei uns, Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger, die das richtig drauf hat. Die hat nämlich... Alle 384 Fußballer, die bei der EM in Polen und in der Ukraine dabei waren, auswendig gelernt und kann alle Rückennummern und Mannschaften sagen. Das wollen wir mit dir in 4 Minuten auch machen. Okay. Nein. Ich hatte früher auch so ein Panini-Heft, da konnte ich das, ja, glaube ich, auch. Ja. Gut, also gleich großer Gedächtnistest. Sie müssen klatschen. Dankeschön, Pascal. Bis gleich. Danke dir. Guck mal, ich gebe dir mal die Medaille. Wie er den Schirm hier so hält. Schwupp. Und muss meinen Zuschauern...